Guten Morgen. Ein neuer Tag. Ein neuer Hund. Der kruschelt gerade der Leo. Ja, hallo, Leo. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ja, ja. Guten Morgen. Ja. Ah, die Rolle ist. Ja, genau. So haben wir es gern. So. Montag. Spaß ist vorbei. Ja. So ein bisschen zumindest. Noch ein Rollo. Verrückt. Heute gibt es nur wenig zu essen. Nein, Spaß. Heute gibt es nur Kuchen zum Frühstück. Aber das wär's für die Hunde raus. Lass die Hunde los. Gut. Tschüss. Kommst du auch? Komm, auf geht's. Guck mir mal, ob wir Post haben. Keine Post. Aber es ist kalt. Rein da. Rein da. Rein da! Noch mehr Rollos, noch mehr Rollos. Upsi. Heute sind wir wohl schwungvoll. So. Wie gesagt, heute gibt's Kuchen. Ich hatte ja gestern Kuchen gemacht. Den gibt's heute. Heute habe ich nämlich was ganz Tolles vor. Nämlich auf dem Dachboden oben aufzuräumen. Ich nehme euch heute mit auf den Dachboden. Das wird recht interessant. Was da alles rumliegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, aber ich mache jetzt erstmal Frühstück. Ja, eigentlich hast du recht, wir sind ja hier unten, nicht da oben. Ja, wie hast du geschlafen, Oskar? Mist. So, ich habe jetzt diesen Schrank hier schon leer. Außer hier, da sind noch so ein paar Bastelsachen oder so drin, die tue ich jetzt noch raus, dann kann Xarok den auf den Dachboden stellen, weil er will jetzt dann eh auf dem Dachboden Regale aufbauen. Ja. So, der braune Schrank ist leer. Ah, schön. Den kannst du dann eigentlich mit hochnehmen. Müssen wir mal gucken, ob wir den dann durch den Flur kriegen. Ja, gute Frage. Und den Laufstall und den Ventilator. Okay. Und dann, die Schränke sind schon oben, die du aufbauen willst, oder? Ja, genau. Ich den da alles schon sortiert. Okay, ja dann. Wünsche ich dir viel Spaß. Es wird kalt, glaube ich, werden. Ja, zieh eine Jacke an. Mhm. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt auf das Dachboden. Wir gehen auf den Dachboden. So wollte ich, genau. So, ich zeige euch mal, was es da oben so zu entdecken gibt. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Huhu, das ist so toll da oben. Boah. Schaut mal, was für eine Schatzkammer hier oben ist. Butter. Ja, also wirklich brutal. Wir haben hier alte Terrarien, Reifen aus dem letzten Jahrhundert, hier noch Reifen von unserem allerersten Auto, da sind Felgen, die sind sogar noch recht cool, aber die eine davon ist kaputt. Schaut mal hier, voll geil, von ACIV, ACIV meine ich, genau. So, aber die hat hier mal einen Bordstein begrüßt. So, und dann haben wir hier über Türen von dem Schlacht-Cadillac, den ersten. Und hier, ja, ziemlich viele Autoteile, ja, alles Mögliche haben wir hier rumliegen. Da haben wir ein Lenkrad, Lüfter, noch ein Lüfter, Scheinwerfer,
Da liegt sogar ein Tank. Ja, da haben wir Kotflügel. Da liegen Teile vom Tisch. Ja, hier liegt so viel Zeug rum. Hier ist eine Motorhaube, die haben wir letztens verkauft. Gestern. Die wird am Sonntag abgeholt. Bis auf ein paar, hier so ein paar Stellen ist die Motorhaube eigentlich noch voll in Ordnung. Dann haben wir hier noch einen Teich. Da sind lauter Kisten. Teilweise ist was drin, teilweise ist nichts drin. Eieiei. Und hier, da haben wir Teile vom Schrank, die wir jetzt aufbauen wollen. Dann haben wir hier ein Hochbett liegen für den Oscar dann später. Da liegen auch noch mehr Teile, Stoßstangen, Kofferraumklappe und jede Menge Kisten. Die meisten hier in der Ecke sind leer. Ja, was war's eigentlich? Oh, hier ist noch ein Heizkörper. Wir könnten den Heizkörper anschließen, damit es hier wenigstens ein bisschen warm. So, ja, genau. Und wir wollen jetzt Regale aufbauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir die Regale hinstellen. Da ist das Licht. Vielleicht so an der Wand oder vielleicht da hinten an die Wand. Mal gucken. Ja, gut wäre natürlich, wenn wir Licht an den Regalen hätten. Die, wie man sieht, die sind auf der rechten Seite. Links ist es ziemlich dunkel, rechts ist es hell. Genau, mal schauen. So, ja. Ja, das wird lustig. So, aber Heizkörper steht ja hier noch. Den könnten wir eigentlich anschließen. Dann nehme ich hier eine Steckdose hier. Ja. Zack. Aber viel bringen wird es wahrscheinlich nicht. Aber man kann sich das ja dann wenigstens einbilden. So, ja. Die Amy ist auch gerne hier oben. Amy, bist du hier? Amy? Ah, da hinten bist du. Hallo. Ja, du findest das hier immer so ein richtiges Abenteuer ist das für dich hier, ne? Ja, so. Fangen wir mal an. Puh, wir kommen gut vorwärts. Jetzt haben wir schon 5, 6, 7 Regale aufgestellt. Ein bisschen habe ich schon was reingelegt, weil ich Platz brauchte. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal. Eigentlich gehören die drei hier auf so zwei so kleine. Aber einer von den kleinen ist unten. Und ja, man sieht's, ne? Die würden da jetzt nicht wirklich drauf passen. Deswegen habe ich die jetzt einfach so auf den Boden gestellt. Deswegen sieht man hier diesen kleinen Absatz, weil die haben so Füße unten. Und die sind ohne Füße. Aber das macht jetzt nichts. Und ist eigentlich ziemlich cool. Ja, ist hell, man sieht gut da rein. Und dann können wir da oben drauf noch so die Lichtleisten oder so drauflegen. Oder Kisten, mal gucken. Und ja, ich würde sagen, wir räumen jetzt schon mal so ein paar Teile da rein, damit wir einfach das hier schon mal weg haben. Und dann ist schon echt ein ganzes Stück mehr Ordnung. Wir haben ja jetzt hier hinten, irgendwie komischerweise ist hier jetzt noch mehr gelandet. Wir haben jetzt hier den Schrank noch, den haben wir jetzt hier hoch, der hier unten stand vor der Umraumaktion. Den können wir dann auch befüllen. Allerdings hat der Türen und das ist eigentlich nicht schlecht, weil dann kann man da ein paar Sachen reintun, die vielleicht ein bisschen anfällig für Mäuse sind. Denn wie fast auf jedem Dachboden gibt es hier Mäuse. Zurzeit aktuell kaum welche, zumindest kriegen wir zurzeit nichts mit davon. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schauen, dass das alles hier oben ist, oder was hier oben ist, heile bleibt. Und ja, so Stoffsachen sind halt, wie die Couch hier, halt immer sehr anfällig für Mäuse, ist klar, ne? Das ist gutes Zeug zum Nest bauen. Das meiste ist jetzt nicht so anfällig, aber ein paar Sachen würden wir gern irgendwo verstauen oder hochbringen. Und die werden dann vielleicht ein bisschen anfällig für Mäuse. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir ein paar Regale dann hier oben haben, die verschließbar sind oder zumachbar sind. Ja, genau. Ich würde sagen, räumen wir mal ein bisschen ein. Puh, ich bin fertig. Alles umgeräumt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist echt gut geworden. Schaut mal. Teile sind eingeräumt. Sieht schon mal ganz gut aus. Hui. Ein bisschen Platz habe ich noch. Aber wir sind ja auch gerade noch dabei, ein anderes Auto zu schlachten, was dann auch hier einsortiert wird. Und ein paar Sachen liegen schon hier oben. Zum Beispiel die Rückscheinwerfer. Die sind so neugierig gerade. Und ich sehe gerade, wir haben hier 5 Nebelscheinwerfer. Warum das 5 sind, weiß ich nicht. Warte mal, 1, 2, 3. Nee, 6. 6 Stück. Ja, wir haben ja mal welche ersetzt. Und ich meine, einer von denen ist undicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, und dann, ja, sieht das doch hier schon mal ganz gut aus.
Dann haben wir hier hinten unser Stapel Kisten, ja, zum Verschicken und so. Man braucht ja immer Kisten, wenn man Teile verschickt. Deswegen, wenn ich was bestelle, kommt das immer hier hin, wenn die dann die Kisten dann leer sind, damit ich keine Kisten kaufen muss, wenn ich was verschicke. Dann haben wir hier so noch immer das Hochbett und so, Laufstahl und so. Dann haben wir hier jetzt einen Schrank, wo wir Sachen reintun können. Genau, und das, da ist so Lego drin, eine Straxbahn ist irgendwo da drin, Duplo und lauter so Zeug. Dann haben wir hier die alten Terrarien von früher. Die werden wir demnächst mal inserieren und verkaufen. Ja, da sind, ja, keine Ahnung, da waren mal Fische drin, unten waren mal Anolis drin. Dann hatten wir mal da die junge Schildkröte drin. Auf jeden Fall jede Menge Zeug. Die Reifen habe ich schon rein. Dann haben wir hier den einen Sitz, den Fahrersitz aus dem Schlacht-Cadillac. Da wird sich demnächst der Beifahrersitz noch gesehen. Ne, den haben wir ja schon verkauft. Den haben wir ja schon verkauft, stimmt. Ja, das war's eigentlich. Jetzt können wir hier oben noch die Escalade-Felgen deponieren, weil jetzt ist Platz, ja. Und die Chrysler-Felgen. Es ist zwar ätzend, die immer hier hoch und runter zu schleppen, aber in der Werkstatt stören die mich einfach. Da habe ich einfach zu wenig Platz für. Und ja, hier kommt man jetzt auch super hin, ja, um an die ganzen Teile dran zu kommen. Echt cool, ja, passt. Super. Ich soll mal gucken gehen, hat er gesagt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Mal schauen, okay. Okay, wo stehen die Schränke? Ach, da hinten. Ah. Oh ja, schick, schick. Okay. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Mhm. Und da auch Platz. Und das da so gestapelt hat alles. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Cool, und da steht der Schrank. Oh, das Bobby-Car für Oscar. Okay, so, jetzt muss ich mal hier, sieht man nicht so gut. Wo ist denn der Nachtdingsknopf? Hier. Nee, was? Hier. Hier? Ah, hier sind ganz viele Kartons und da ist vermutlich jetzt irgendwo der Karton vom Weihnachtsbaum dabei, weil unten haben wir den nicht gefunden. Mal schauen, ob ich den jetzt finde. Einmal drüber gescannt und ich glaube, das ist der Karton. Mal schauen, ob ich recht habe. Jawohl, das ist die Weihnachtsbaumbox. Da sind nämlich auch noch die entsprechenden Handschuhe und so drin. Perfekt, dann nehme ich die gleich mit runter. Bin ich jetzt hungrig? Oh, und es gibt jetzt Essen. Was ganz Leckeres. Und zwar gibt es heute Brokkoli, Blumenkohl, Kartoffel, Tomaten, Auflauf mit Käse. Und der Oskar kriegt auch was zu essen, gell? Da freust du dich. So viel Pastinake. Mmh. Mmh, lecker. Mmh. Hoppa. Esse ich nicht so sicher. Gesund. Okay. Für dich Geschenke? Nee, die sind für jemand anderes. Was? Oh Mann. Du hast schon Weihnachten gehabt. Oh Mann. Oh. Ja, ich muss jetzt leider Pakete wegschicken. Ich habe keine Lust drauf. Ich hoffe, es ist nicht so voll. Viermal das da und noch ein ganz großes, den Kühler, den ihr ja gesehen habt. Ja, genau. Das auch noch. So. Und jetzt kannst du einmal über den Mund rollern. Nein, quer. Funktioniert nicht. Schade. Das wäre jetzt lustig gewesen. Ich kann ja so machen, warte. Oh Gott. Okay, das klingt gar nicht so gut. Mit Panzertape würde ich es nicht machen. Muss nicht sein. Schmeckt's? Nee. Okay. So. Ich muss da vorbei. Okay, halt. Uiuiui. Uiuiui. Oh, schöne Reifen. Die sind ja fast so groß wie du. Ja. Oh, die werden immer größer, ach du Scheiße. Reifen bestimmt. Da? Reifen auf dem Dachboden. Ich träg die auf dem Dachboden. Macht das Sinn, ne? Ja. Kommst du da durch? Müsst ihr im Sommer wieder runterschleppen kann. Geil. Toll, ne? Macht bestimmt Spaß. Ach hey. Wir gehen dabei eine Runde raus, gell? Mit Papas Jacke drum, damit du schön warm bleibst. Geh mal jetzt eine Runde spazieren mit den Hunden. So, jetzt ist noch ein kleines Paket gekommen, oder Päckchen besser gesagt, für mein Handy.
Und zwar in der Schutzfolie fürs Display. Hatte ich schon länger nicht mehr. Ich hatte beim letzten Handy hatte ich weder vorne einen Schutz drauf, noch hinten einen Schutz. Zumindest am Ende nicht mehr. Und dementsprechend sieht ja das Handy auch aus. Ne? Ist zwar noch so an sich noch okay, aber ich will das Handy zumindest am Anfang ein bisschen besser schützen. Und wir haben jetzt hier eine Crystal Clear Display Schutzfolie. Ich habe mir extra eine gesucht, die nicht so dick ist, weil ich das nicht mag. Und ja, schauen wir mal, ob das passt. So, Oskar schläft. Und wir versuchen jetzt eine Runde Carcassonne zu spielen. Die große Box haben wir rausgesucht. Yippie. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, er lässt Let's go. Uns. Ich habe so viel Spaß, so viel Lust drauf. Ja, ich hoffe, er lässt uns ein bisschen spielen. So, let's go. Guck mal, die haben geheiratet. Oh, das ja. ist ja süß. Die gehen oder kommen. Das ist ein Hund. Eigentlich ist das ein Schwein, aber das ist ein Hund. Und hier kommt ein Auto. Oder ein Motorrad könnte es auch sein. Der kommt gerade vom Kreisverkehr hier. Ja, genau. Dafür ist er zu fett, warte. So. Oder so. Zack. Das ist der Bräutigam. Okay. Genau. Zack, so. Dann kommen sie raus. So ist er reingegangen. Und jetzt ist er verheiratet, jetzt lässt er sich gehen, so kommen sie wieder raus. Okay, so kann man das Spiel auch spielen. Ja, gut. So, wir sind ja 30 Minuten weit gekommen. Ich sehe, sie ist momentan gut dabei. Ja, der hat paar hier die sie ist gelb, sagen sie mal so. Und hat hier diese große Burg hier. Und ich habe nur das kleine Ding da. Wenn ich das hier zusammenkriege, dann wird es ganz cool. Aber ja, mal schauen. Und die Straße, die ich aktuell habe, die ist unglaublich lang, aber ich kriege die irgendwie nicht zu. Und ich habe hier 1000 Verzweigungen offen. Ja, mal gucken, ob ich das auch noch zukriege. Aber Oskar hat ja gerade eine unruhige Phase. Sie geht jetzt gerade rüber. Und werden wir wahrscheinlich zusammen schlafen gehen und morgen dann weiterspielen. Das ist eigentlich jetzt das Schöne, ja? Wir haben hier viel Platz, also können wir auch mal einfach getrost am Boden spielen und dann einfach am nächsten Tag weiterspielen. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss.